Wölfe greifen an, my Lord! Oh, das sieht aber krass aus hier. An diesem Ort wird die Prüfung stattfinden. Ah, okay. Das Wesen kann überall sein, aber dort wird es sich manifestieren. Okay, gut, gut. Wir sollen uns nicht nähern. Verbreitet? Oh Gott, ich dachte, ich hätte es getriggert, ey. Alles klar. Gut, fangen wir an. Zack. Beendet. Ich glaube, es war gar nicht verkehrt, den Zauber genommen zu haben. Der ist ganz gut. So. Was ist das denn? Das ist eine Art Baum. Das da oben sieht von dieser Position aus, als hätte der Baum ein Auge. Ach, da. Sollte kein Problem sein. Machen wir das Irrlicht auch fertig. So. Okay, vor denen habe ich kaum, also keine Angst. Mehr. Von dem braucht unser Magier auch keine Angst mit. Unheimliches Bauwerk. Sieht aus wie ein Zelt, was umgeputzt wurde. Die schwarze Stadt. Ah, da gucken wir doch mal rein. Okay. Kein Reisender im Nichts kann die schwarze Stadt übersehen. Sie ist eine der wenigen Konstanten dieses sich ständig verändernden Ortes. Wo man sich auch aufhält, die Stadt ist stets im Blick. Allerdings immer weit in der Ferne, als bestünde die einzige geografische Regelmäßigkeit im Nichts darin, dass jeder Punkt gleich weit von der schwarzen Stadt entfernt ist. Der Gesang lehrt uns, dass die schwarze Stadt einst der Sitz des Erbauers war, von dem aus er im Nichts herrschte. Er ließ sie leer zurück, als die Menschen sich von ihm abwandten. Kein Träumer gelang dorthin, auch kein Geist. Selbst die mächtigsten Dämonen meiden diesen Ort. Golden und wunderschön soll die Stadt einst gewesen sein, bis eine Gruppe mächtiger Magisterlords aus dem Reich von Teewinter einen Weg fand, sich Zutritt zu verschaffen. Ihre Anwesenheit entweihte die Stadt und sie wurde schwarz, was damals wohl die geringste Sorge der Magisterlords gewesen sein dürfte. Alles klar? Gut, schwarze Stadt. Also einmal eine Himmelsstadt sozusagen. Dann wurde sie entweiht und jetzt ist da, wer weiß was. Wird erledigt. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Heilung bekommen, alles nehmen. So, sind wir gut ausgerüstet in dem Punkt. Und, ja, da ist jemand, der eine Quest für uns hat. Was hast du gepiepst? Ja, was ist denn? Es ist gefährlich, einfach so im Freien zu sein. Allerdings bringt es im Nichts auch nicht viel, sich zu verstecken. Ja, das wurde ja erklärt. Wahrscheinlich damit man nicht instant besessen wird. Gibt es keinen Weg, wie ich euch helfen kann, hier herauszukommen? Aus dem Nichts? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Körper, in den ich zurück kann. Also versuche ich nicht über dieses Thema nachzudenken. Wenn man zu lange hier bleibt, ist es, als würde man wegtreiben. Teile von einem selbst treiben fort, bis man irgendwann nicht einmal mehr eine Erinnerung ist. Seid ihr euch da sicher? Ich habe kein Vorbild, mit dem ich mich vergleichen könnte. Nur Leute wie euch, die sich der Läuterung unterziehen. Die wahren Magier, die hierher kommen, ignorieren mich. Sie denken, ich sei ein Geist, der nur vorgibt, ich zu sein. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Lasst uns euch einfach hier herausbringen. Wahre Magie ignorieren. In dieser Richtung ist ein weiterer Geist. Ich fand immer, dass er seinem Namen nicht gerecht wird. Heldenmut. Hallo Heldenmut. Haben Sie also wieder einen Sterblichen ins Feuer geworfen? Ja, leider. Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet Dämon zu stellen. Wisst ihr, warum ich hier bin? Ihr seid nicht der Erste, der sich so einer Prüfung unterzieht. Ihr werdet wohl auch nicht der Letzte bleiben. Da ihr noch hier seid,
habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Habt ihr all diese Waffen geschaffen? Sie gewinnen durch meinen Willen Gestalt. Ich weiß, dass in eurer Welt nur Magier Dinge durch Willenskraft erschaffen können. Das Leben der Sterblichen, die das nicht können, muss hohl und leer sein. Würden diese Waffen auch bei Dämonen Schaden anrichten? Ganz ohne Zweifel. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens. Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr, damit Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Gerne. Ich gebe euch eine. Wenn ihr vorher im Duell gegen mich antretet, Heldenmut wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr wollt mich wohl lieber selber töten. Welch Anschuldigung! Ich bin kein Dämon, der hilflosen Sterblichen wegen ihrer Essenz nachstellt. Ich stehe für Ehre und Heldenmut. Ich bin ein Krieger. Dann beweist es. Helft mir beim Kampf gegen den Dämon. Ihr seid unverschämt, aber ohne Frage sehr willensstark. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ihr stark genug seid, dem Dämon zu widerstehen. Der Stab ist euer. Ja. Geht und beweist euch wie vorgeschrieben. Ihr werdet bestimmt erfolgreich sein. Hui. Da bin ich ja Gott sei Dank nochmal um den Kampf herumgekommen. So, wir machen jetzt 4 Schaden und haben einen Auto-Hit. Glaube ich. Mit dem wir was anfangen können, weil das zuhauen. Ja, wir sind Magier, können nicht gut zuschlagen. Ne? Ja, kannst du uns noch was erzählen? Ihr habt Heldenmuts Stab. Mehr kann ich nicht für euch tun. Okay, na gut, dann reden wir auch mal mit der Es ist gefährlich, einfach so im Freien zu sein. Allerdings bringt es ihm nichts auch nicht viel, sich zu verstecken. Aber du hast dich doch versteckt. Was wisst ihr über das Nichts? Es ist das Reich der Träume. Das wisst ihr doch, oder? Jeder kommt hierher, um zu träumen. Aber es ist flüchtig und die Leute erinnern sich nur an wenig. Magier allerdings können es wach betreten. Und das erregt Aufmerksamkeit. Im Nichts gibt es viele Geister. Diese Dämonen nähren sich an den dunklen Teilen des Geistes. Die Templer im Turm wären ganz sicher ein Festmahl für sie. Oh, okay. Vielleicht, wenn ihr in der Lage seid zu vergessen, dass ihr ihr seid. Und das dauert ziemlich lang. Ihr könnt nicht wie ein Geist denken. Sie formen das Nichts nach ihrem Willen. Feste Dinge, reale Dinge sind einfach weitaus komplizierter. Ich denke, ihr solltet euch lieber auf etwas Einfacheres konzentrieren. Löscht euren Geist oder Dämon aus. Oder sterbt. Ja, die Wahlen, die wir hier haben. Lasst uns weitergehen. Wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Ich bin bereit. So. Gut, dann gehen wir nochmal. Wir haben gespeichert, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Gehen wir weiter voran. Was ist Heldenmut? Okay, es scheint ein Wolf zu sein. Ah ja, wir schießen uns, das ist gut. Und da haben wir auch eine Code. Da werden wir uns gleich nach dem Kampf. An den. Und zack. Hui, ohne getroffen zu werden. Ah! Oh, das ist nicht gut.
Kamera nach von hinten. Was wird denn Zauber? Exzellent! Okay. Kampf vorbei. Sehr schön. Uiuiui, alles klar. Oh. Überlebe die Läuterung. Okay, ja, gut, das kennen wir natürlich. Ah, stimmt. Ein Premium-Inhalt ist auch dabei. Dazu später mehr. Kreaturen, und zwar Wolf. Okay. Gut, der schlechte Ruf... Wie wissen wir das? Okay. Der schlechte Ruf des Wolfes in Ferelden ist völlig ungerechtfertigt. Ja, das ist generell. Dass ein Land, das Hunde so sehr liebt, gleichzeitig Wölfe gegenüber so misstrauisch ist, erscheint unvernünftig. Allerdings nur, wenn man mit den alten Wolfslegenden nicht vertraut ist. Früher einmal gab es eine Zeit in Ferelden, in dem der Dämonen in großer Zahl von Wölfen Besitz ergriffen. Ich habe eben gedacht, dass ihr das nur mit Magiern könnt, also mit magiebegabten Leuten anscheinend nicht. Das ist aber ziemlich gefährlich, wenn jeder beim Träumen im Nichts ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Kann sein. Es kam zu Kriegen gegen die Werwölfe und überall herrschte Furcht und Panik. Am Ende wurden die Werwölfe zwar erschlagen, aber bis heute stößt daher auch der noble Wolf allerorts auf Misstrauen. Also der Werwolf so aus wie ein Wolf. Also vier Beine unterwegs, normale Größe und so. Wolfsangriffe auf die Zivilbevölkerung sind äußerst selten und erfolgen meist aus Verzweiflung. Und dann auch nur, wenn die Wölfe in der Überzahl sind. Während einer Verderbnis ist das allerdings anders. Sobald dunkle Brut an die Oberfläche kommt, verändert ihre bloße Anwesenheit das Verhalten der Wildtiere dramatisch. Gut, das kennt man ja, dass Tiere oft Gefahr. Bei früheren Verderbnissen fand die Verderbtheit durch die dunkle Brut vor allem in den wilderen Gegenden von Tedas statt und betraf hauptsächlich die dort lebenden Tiere. Die Stärkeren überlebten und verwandelten sich in aggressive und gefährliche Bestien. Ein Beispiel dafür ist der Verderbniswolf. Vom Schmerz der Infektion gepeinigt, wurde ein Rudelinstinkt nur durch die Kontrolle durch die dunkle Brut aufrechterhalten. Verderbniswölfe treten immer in großer Zahl auf und versuchen dann meist gemeinsam ein einziges Ziel zu überwältigen. Zum Glück überleben die Tiere nach der Infektion nicht lange. Oh, okay. Gut, zu den Geisterwölfen wurde gar nichts gesagt. Hier ist ein weiterer Geist. Nicht derjenige, der euch jagt, aber dennoch. Ich dachte, ich muss mich einem Dämon oder Geist stellen. Ist das eigentlich das Gleiche? Ein Dämon ist ein böser Geist, glaube ich. Dämon der Trägheit, okay. Es scheint das Gleiche zu sein, wenn er ihn als Geist bezeichnet. Hallo.